Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich zeige euch heute mal einen Heavy Mio Satz. Was ist ein Heavy Mio Satz? Auf dem Kanal habe ich schon mal über Carsten Pfitzenreuthers Miokalypse Training gesprochen. Das Miokalypse Training ist mehr oder weniger ein Vielwiederholungssystem, wo man mit nur einem Satz, einer Übung, dann den Muskel reizt, indem man kleines Gewicht benutzt, ihn aber maximal ausbrennt. Hierbei geht es weniger jetzt großartig um Versagen, Erschöpfung oder eine Intensivtechnik, sondern tatsächlich die Gelenke zu schonen, indem man nicht mehr mit 25 Kilo trainiert, sondern mit 5 und trotzdem einen Reiz setzt. Das ist die Theorie dahinter. Jetzt geht es darum, nahezu 100 Wiederholungen zu schaffen, indem man wirklich auf seinen Körper vor allem hört, auf seinen Muskel hört, auf seinen Bizeps hört. Man braucht also sehr viel Gefühl dafür und meistens ist es tatsächlich nur etwas für Fortgeschrittene. Von euch da draußen, die Anfänger sind, und Anfänger meine ich auch, die weniger als ein Jahr oder zwei Jahre sogar trainieren, da bringt es recht wenig, weil ihr einfach noch nicht dieses Muskelgefühl habt. Ihr würdet einfach Wiederholungen abreißen. Aber darum geht es eben bei Pfitzenreuthers Training, dass man ein solches Gefühl hat, dass man auch weiß, wie man dorthin kommt. Da geht es nicht immer nur um absolut akkurate Technik bis 100 Wiederholungen. An den richtigen Stellen ein paar Pausen einbauen, vielleicht auch mal nur Halbwiederholungen machen, mal vielleicht oben pausieren und oben die Wiederholungen machen, das Ganze kombinieren, kurz zwischendurch warten, weitermachen, bis man die 100 gerade so erreicht. Das wäre ein normaler Miokalypse-Satz. Jetzt zeige ich euch eine Fortführung davon. Fortführung heißt nicht, es ist besser. Fortführung heißt nicht, ich habe es bearbeitet und jetzt ist es einfach noch besser für den Muskelaufbau und es ist ein überarbeitetes System. Das ist nicht gemeint, es ist eine andere Version, wie man vielleicht auch was damit anfangen kann. Ich habe es intuitiv eher so gemacht. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt ein Gewicht wählen, mit dem wir nicht nahezu 100 Wiederholungen hintereinander schaffen. Das wäre bei mir für den Bizeps vielleicht 5 Kilo Hanteln. Sondern ich nehme mir von Anfang an ernste Hanteln. So etwas wie 12er. Mit den 12ern würde ich natürlich keine 100 Wiederholungen schaffen. Vielleicht schafft ihr das, dann wählt ihr ein anderes Gewicht. Damit schaffe ich vielleicht 20, 25, vielleicht 30. Trotzdem muss ich einen 100er Satz voll machen. Das heißt, ich mache Pause zwischendurch und durch Pausensätze gehe ich dann anschließend immer weiter hoch und versuche, diese 100 zusammenzukriegen. Ich mache jetzt mal einen solchen Satz, zeige euch das, und das nenne ich den Heavy Mio Satz und vielleicht ist das ja was für euch. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Wiederholungszahlen machen. 70 Wiederholungen, 50 Wiederholungen, knallt bei allem rein und ist eine Mischung aus Reduktionssätze, Pausensätze, Supersätze und so weiter. Intensivierungstechnik in diesem Fall definitiv. Brennt schon. Jetzt bin ich an die Grenze gekommen. Jetzt ging keiner mehr. Ich lockere mal kurz. Da muss Blut rein. Ist übrigens auch mein erster Satz heute. Für den Bizeps und generell. 25 habe ich schon geschafft und bin jetzt zum Muskelversagen gekommen. Ich hätte keine Wiederholung mehr geschafft. Ihr seht, das ist auch eine Mischung aus einem anderen Prinzip von ihm, dem Pit Force. Allerdings da nur, dass man so lange pausiert, bis man weitermachen kann. Hat sonst nichts mit Pit Force zu tun, weil es da um eine Wiederholung geht. Und wieder am Muskelversagen. Ich bin bei 36. Habe noch mal 11 Wiederholungen geschafft. Technisch gesehen habe ich jetzt schon 2 Sätze gemacht. Allerdings eben sehr reduziert. Ich habe keine Pause dazwischen gelassen, keine große. Normalerweise macht ihr 2-3 Minuten Pause. Jetzt lasse ich nur so weit Pause, bis ich einfach wieder ansetzen kann. Und weiter geht's. 37. Nochmal 9 Wiederholungen dazu. Und als nächstes bringe ich eine kleine Variation rein. Ich mache nur den unteren Teil der Bewegung. Danach nur den oberen Teil. Und dann gehe ich wieder aufs Ganze. Das ist so das Muskelgefühl, dass man da so einfach schaut. Hauptsache, der Bizeps wird weiter unter Stress gehalten.
Ihr seht, oben kurz anhalten, damit das nicht nur Schwingen ist. Dann bringt es auch beim kurzen Radius was. Jetzt habe ich auch die nicht mehr. Bin mittlerweile bei 56. Ich hoffe, ich habe mich beim letzten Satz nicht verzählt. 56. Und das war jetzt auch Muskelversagen, allerdings nur mit der Teilwiederholung. Als nächstes das Ganze nochmal oben. Über die Hälfte schon geschafft. Keine 30 Sekunden Pause. Uff. 65. So, das Ganze mit nur Teilwiederholungen. 35 habe ich noch übrig. Und die müssen jetzt irgendwie zusammengerottet werden. Oh. So, jetzt arbeite ich einen Satz mal etwas mehr mit Schwung. Und trotzdem oben halten. Schwung heißt nicht runterlassen. Die Passive muss immer stimmen. Puh, nochmal 7 dazu. Jetzt bin ich schon bei 72. Ich habe noch 28 übrig. Hui. Das zieht ordentlich rein. Wie ihr euch vorstellen könnt, danach reicht's auch. Von dem macht ihr nicht mehrere. Das ist nicht ein Satz und ihr macht 3, 4, 5. Das ist eine Übung. Gleichzeitig besteht hier aus mehreren pausenreduzierten Sätzen. Aber eben eine Intensivierung mit Gefühl. Es gibt hier auch keine Stoppuhr. Fangt nicht an zu stoppen. 30 Sekunden Pause und dann darf ich weitermachen. Nach Gefühl. Holt Atem. Guckt, wann könnt ihr die nächsten rausquetschen. Es ist ein Challenge. Ihr könnt gucken, wie viel Gesamtzeit ihr braucht und versucht, das immer in weniger Zeit zu schaffen, bei gleichem Gewicht. Und 80, Countdown. 20, 19, 18, 17. Noch 13 Stück. Ihr seht, zwischendurch könnt ihr euch auch mal eine Hand halten und direkt weiter nachschieben. Hier geht es gar nicht so sehr darum, wie gerade schon gesagt, dass ihr das Gewicht immer wieder steigert. Dieses Gewicht würde ich so lange beibehalten, bis ich merke, ich mache die fast alle hintereinander. 13 Stück noch. So. 12. 11. 10. 9. 8, 7, 6, jetzt wird's hart. Fünf, 4, 3, 2, 1, Das war ein Heavy Mio Satz. Als absolute Intensivierung, dennoch niedrigeres Gewicht, gelenkschonend, aber haut ordentlich rein. So, ich hoffe, das hat euch inspiriert. Ich bin jetzt nicht der große Erfinder, weil ich so etwas variiere, sondern möchte euch inspirieren, dass ihr Trainingsprinzipien, die ihr kennt, kombiniert. Probiert es einfach mal aus. Im Bodybuilding geht es darum, einen Reiz zu setzen. Und jetzt seid ihr der Regisseur und der Drehbuchautor, diesen Reiz irgendwie herbeizuführen. Denkt euch was aus. Hauptsache, es kommt ein Reiz zum Wachsen. So, wenn euch solche Videos gefallen, Daumen da lassen. Ansonsten, um nichts zu verpassen, vor allem wie ich weiterhin schwitze und Masse zunehme, abonniert den Channel. Ich bin raus, euer Gotti, ich geh kotzen.